Ach so, Daddy, falls du, also du bist ja nicht neugierig, aber ich meine, falls du irgendwann mal das Bedürfnis hast, in Sophies Zimmer zu wühlen oder was noch viel lustiger wäre, in irgendeiner anderen Wohnung dich mal umzugucken. Wir können das ja mal vorm Abend irgendwie per PN oder so ausmachen. Dafür wie im Gucko, ne? Ach, stimmt ja. Ja gut, aber damit kannst du ja, weißt du, das ist ja nur begrenzt lang. Aber das ist schon mal genau der Ansatz, von dem wir hier sprechen. Aber erst einmal ganz anderes wichtiges Thema. Ich muss quasi zu unserer tollen, netten Marie. Marie, heißt sie Marie? Die heißt theoretisch Miriam, aber erst 17 Uhr. Nee, die meinte ich nicht. Also, wen meinst du? Martha? Martha, Martha, so hieß sie. Martha. Ah, okay, alles klar. Ne? Ja, du gehst zum Waschsalon, vermutlich bepackt mit vielen tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Genau, unter anderem mein Amulett. Na, ich nehme an, das trägst du jetzt immer. Nee, das ist es in einer Echt? kleinen Box. Achso. Und dementsprechend, ne? Moin, moin. Die ist übrigens ziemlich fertig. Warum ist sie so ziemlich fertig? Erstens ist sie verdammt blass und zweitens ist sie verdammt verheult. Oh Gott. Oh meine Liebe, was ist mit dir denn passiert? Ach, Mensch, meiner, es gibt einfach so Tage. Ja, Es erzähl. gibt, ach, es gibt einfach so Tage, da ist einfach, du stehst mit dem Bein auf und du weißt, du hast nur zwei falsche. Nein, was ist passiert? Und dann dieser, mit diesem Menschenkörper hier, da kannst du ja froh sein, dass du ein Mann bist, wenn du mal so alt wirst. Stell dir mal vor, du stehst einfach in der Bahn. Und plötzlich willst du dir eigentlich nur alle Kleider vom Leib reißen. Irgendwann war ich mal in der Sparkasse und bin dann da gegenüber in so einem Restaurant auf Toilette gegangen und musste mich da drin umziehen, weil ich einfach so Schweißflecken auch hatte. Das ist nochmal so jung wie du sein, Mensch, Junge. Das wird auch was. Ja, du. Das Leben kommt und geht, so würde ich sagen. Also, es passiert irgendwann. Ja. Naja, Genau. was ist Aber denn das, los? was los ist. Ich wollte Ja? eigentlich nur mal vorbeischauen. Danke sagen. Ach, Dabei du da nicht für. gebe ich hier das kleine Paketchen mit dem Omelett. Ach, das ist doch nicht nötig jetzt. Ja, weißt du was, du tust so viel für uns. Und wir haben Ach, uns noch das gar nicht, noch nie bisschen richtig bedankt, mit dir bedankt. So, und dementsprechend, knospendig. deswegen habe ich das kleine Ding hier gemacht. So als kleines Dankeschön. Mensch, das war schön, David. Hast du das wirklich selber gemacht? Danke, da. Schon Weichen her, dass mir jemand, also. Dankeschön. Ja, Das ich ist musste echt lieb direkt an von dich dir. denken und dann kann ich dir vielleicht den heutigen Tag auch versüßen, hab ich mir gedacht. Das ist lieb von dir, David. Das ist wirklich nett von dir. Das, was du mal von uns tust, das ist nett. Ja, ist ja auch selbstverständlich. Genau. Wo wir gerade bei den ganzen selbstverständlichen Kram sind. Also, unserem Vermieterchen, da geht's auch noch nicht so wirklich gut noch. Ne? Hast du es mitgekriegt? Also, du hast es ja mitgekriegt, dass er sich vergessen hat. Ja, David, das wird auch wieder. Ja, er sagt es da beschäftigt, aber ganz ehrlich, das sieht auch gar nicht. Ja, ich habe da jetzt auf die Schnelle keinen anderen gefunden. Der ist jetzt auch nicht die beste Wahl, aber
Einer muss es ja jetzt erstmal machen und in den nächsten Tagen kommt dann auch sein Trago und dann, also ein Teil davon, und die haben dann auch gesagt, dass sie vorbeikommen. Da wird das überhaupt kein Problem, das wird wieder. Das ist schön. Also das ist nur so, ne, ich bin gerade hier, gerade ganz neu und alles ist bunt und hübsch und dann passiert sowas, das ist irgendwie ein bisschen erschreckend. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen. Ja, aber das halte ich da mal raus. Mhm. Ich wollte nur vielleicht irgendwie dem Herrn Satt irgendwie eine Freude machen. Und dann habe ich mir gedacht, wen kannst du besser fragen als dich? Was willst du mich jetzt aber genau fragen? Na, wie kann ich ihn dabei unterstützen? Also nicht unbedingt ihn dabei unterstützen, sondern... Dich da raushältst. Naja, vielleicht einfach nur eine kleine... Freude machen. David, jetzt hör mal auf jetzt. Das ist nett. Aber lass mal. Müssen wir nicht zusammenhalten, wir alle? Du bist quasi ein Kindling. Ja. Ja. Und? Auch die Kleinsten unter uns können... In unserer Gesellschaft giltst du als weniger entscheidungskräftig als der Wanst. Ich muss ja auch nichts entscheiden. Du weißt, was ich meine. Ja, aber du weißt auch, die kleinen Dinge können sehr, sehr viel bewirken. Und wenn es nur ein Lächeln ist, an der richtigen Stelle. David, du hast mir heute eine wirklich große Freude gemacht. Das hilft am meisten. Na gut. Und was gibt's sonst noch Neues? Am Hof soll jetzt irgendwann bald. Irgendwie kommt da so ein ganz wertvoller Gegenstand, soll da mal irgendwie überführt werden. Und, irgendwas soll da wohl sein mit dieser Whisper-Hexe. Also, mit der Baroness. Und da muss wohl irgendwas los sein in Leipzig, dass sie da sogar. Also das soll also irgend so ein Ding halt, so ganz tolles Ding vom Herzog sein, was da mal kurz hier am Salzhof ist, damit die da irgendwas machen können. Und da wird ein Stress, die Trolle sind irgendwie alle auf Hochglanz poliert und also sind wachsam wie nie. Und die Puka sind auf Hochglanz poliert und versuchen wie nie die Trolle ständig abzulenken. Und da muss die Puka halt so sein. Ja, und da guckt man jetzt ganz genau, da soll wohl nichts schief gehen. Ich weiß aber nicht genau, wann das ist. Ich glaube, das soll noch eine Weile hin sein, aber die sind schon alle aus dem Haus und keiner weiß, was genau ist und so. Also da muss wohl echt was los sein. Dann schaue ich da mal wieder vorbei. Ich habe ja eine relativ gute Eintrittskarte, vielleicht kriege ich was mit. Du kannst, ich meine, vorbeikommen und mit jemandem reden, der halt Zeit hat. Kannst ja immer, du bist ja am Hof willkommen, wieder andere übernachten kannst du halt eigentlich nicht, aber also nicht ohne offiziell gefragt zu haben. Und ich denke, das wird dann bei dir nichts, weil du bist ja nicht in Not. Nee, klar, übernachten wollte ich doch nicht. Nur kurz vorbeigucken, mal schauen. Ja, aber du kannst ja mit jedem reden, der irgendwie, wenn du ihn nicht von der Arbeit abhältst. Eben. Das interessiert mich ja schon, ne, was das für ein Ding ist. Weiß man da schon irgendwas Genaues? Also, Sigi sagte ja was von dem Ätherstein, aber was die Sigi so erzählt. Eben.
Also ein Ätherstein klingt jetzt irgendwie nach gar nichts. Klingt wie ein Ätherstein, weiß auch keiner. Was soll denn so ein Ätherstein sein? Ja, keine Ahnung. Achso, weiß keiner. Ja gut, das ist, wenn, da kann man das natürlich auch behaupten, das ist natürlich nicht das Problem. Ja, ja, wenn die Whisperwechsel was damit macht, dann wird's schon was. Irgendein verfluchtes Ding sein, was uns alle noch ins Unglück stürzen wird oder so. Naja, die wollen ja auch eigentlich nur unser Bestes, nicht wahr? Ja, deswegen nennt man sie ja auch die böse Mutter. Man nennt sie die böse Mutter? Naja, also. Wir unter uns können das schon mal machen. Aber wir reden aber von der Baron des Zoo. Ja, ja. Okay. Und so wie der Graf, der Herr über die Donnervögel ist, ist sieht er zum Beispiel die böse Mutter. Okay, wo hat sie den Namen denn her? Sag mal, du kennst doch Struwelpeter. Jo. Und Zappelphilipp. Mhm. Und den bösen Robert. Den nicht. Ah nee, warte, war das der Fridolin? Der Friederich, das war ein rechter Wüterich. Ja, ja, und was ist mit diesen ganzen Kindern passiert? Die wurden alle bestraft. Das würde ja auch nur eine böse Mutter machen, ne? Also ich meine, klar, der hat gezappelt und der andere ist mit dem Schirm rausgegangen, aber wer dann gleich so ein Unwetter hervorruft, dass ihn fortträgt, vermutlich in irgendein... Also, das wäre dann natürlich schon eine böse Mutter. Okay, ja, verstehe. Aber es könnte auch sein, dass sie vielleicht irgendwas mit ihren eigenen Kindern, ich meine, keiner weiß von ihrer Brut. Ich meine, es ist, sie ist eine Ale und was tief, also... Man hat ja also Unzucht mit Dämonen, ständig irgendwelche Menschenopfer, was da früher abgegangen sein muss. Dass man sagt ja, also bei den Elung, ne? Da bringt's ja, also die Männer, die steigen ja nie über den Rang des Ritters auf. Und man sagt, sie heiraten zwar, um den Schein zu wahren. Aber dass sie also nur von den dunkelsten Schatten selbst ihre Brut empfangen und nicht von anderen Feen. Und wenn du mich fragst, dann ist das auf jeden Fall so. In jedem Gerücht steht ein Körnchen Wahrheit. Sag ich immer. Also, ja. Da wird das wahrscheinlich, wenn du das sagst und. Naja, weil ich das sage, wenn ich das sage, aber ich meine, ja, aber bist du wahrscheinlich auch die Einzige. Man weiß zumindest, dass sie wirklich vor dem Bersten mit den dunkelsten Geschöpfen irgendwelche Pakte hatten, um da ihre Magie zu mehren und dass da, also schlimm, da müssen wohl Dinge passiert sein, also die sind für so ein Mädchen wie mich dann nichts. Nee, also sowas ist für mich auch nichts. Nee. Immer diese Paktiere. Schlimm, schlimm. Aber da weiß man, ne, wer das Übel dann in die Welt gebracht hat, wenn die sowas machen. Naja, ich meine über die... Man sagt ja schon über ein paar... Sorten von Feen, so, dass die, ne? Ja. Also, aber wir sind ja auch nur alle das, was wir sind. Ja, gut, aber deswegen,
die Unterstadt und die grünen Kavernen, wenn es die gibt, dann... Wenn es die wirklich gibt, dann will ich eigentlich auch keinem Slua mehr begegnen, wenn es dunkel ist. Wieso, was ist denn die Unterstadt? Eine Stadt unter der Stadt, in dem die Slua irgendwie leben und vielleicht tun sie das ja auch in den Abwasserkanälen und dann ist da auch von Ritualen die Rede und dass sie uns eigentlich ständig ausspionieren und dann ihre Geheimnisse tauschen und uns damit dann irgendwann erpressen, wenn sie es für richtig halten oder so. Solche Sachen. Nun, das weiß ich nicht. Das kann ich sagen. Das fühlt sich aber irgendwie nicht so wahr an. Weißt du, kennst du diese Geschichten, die sich einfach komplett wahr anfühlen? Ja, also, dass die Slua viele Geheimnisse kennen, ist ja, ja das ist keine Geschichte. Und was sie damit machen, naja, so wie ich eure Wäsche mache und mir damit ein bisschen mein Auskommen und für andere natürlich sorge, ich habe die noch keine Wäsche waschen sehen. Ich habe die nie irgendwie hart arbeiten sehen. Und von irgendwas werden die ja schon leben. Aber gut, wen hast du schon mal jemals so hart arbeiten sehen wie uns? Ach, manche Trolle. Aber auch nur, wenn es um irgendwie... Eigentlich auch die Nöcker. Ja, die Nöcker. Die haben was gegen mich. Schlimm, schlimm. Ach, die haben also die nicht. Also nichts Persönliches, sondern... eher so ein, wir müssen ihn da ja, oben gefallen. Hast du hier mit dem von der Nöcker-Rohpost gesprochen? Der ja, hat ja. Was gegen Heinzelmännchen. Ja, ja, der hat was gegen Heinzelmännchen. Ja, die wollten mir erst keine Nöcker-Rohpost geben. Outgeben, du hast immer noch keine. Ja, richtig. Ja, aber das ist ja nur wegen... Ist auch egal. Du, David, würdest dir was ausmachen, wenn ich dich rausschmeiße? Nee, ich muss sowieso gleich weg. Okay. Alles gut. Wir können ein andermal uns noch weiter austauschen. Dann kannst du mir mal ein bisschen Tratsch wieder mitbringen. Ich krieg dann auch was. Ich muss bald mal wieder zum Friseur. Und dann kriegst du wieder was mit. Wie es da gelaufen ist im Urlaub. Sehr gut. Lass dich drücken. Ja, du komm mal her. So, und du, ne? Kopf hoch. Es wird alles wohl wieder gut. Sie lässt sich drücken. Sie nimmt den Kopf natürlich nicht hoch. Da könnte ich ja gleich mal gucken, Sekunde. Sag mal, du würfelst, wenn ich für dich würfle, genauso wie früher bei Shadowrun. Das ist irgendwie... Oh, ich hab's auch in eurem Fenster gewürfelt, scheiße. Jo. Also. Eigentlich müsst ihr 2 Zehen nochmal würfeln, ne? Das ist egal. Wie lange kann die den kennen? Keine Ahnung. Der ist paar und 30. Also offensichtlich nur relevant, paar und 20 Jahre maximal ist. Aber da muss sie den wirklich als einen der besten Freunde gehabt haben. Also jetzt unser Vermieter oder was? Genau. Holla. Die leidet also quasi definitiv wegen ihm. Ich hatte es schon befürchtet, aber die leidet so dermaßen wegen ihm. Hei, hei, hei. Wie ist der noch? Links? Der Typ? What? Ich habe seinen Namen vergessen. Pfeiffer? Roland, ja. Na, dann drücke ich sie nochmal und mit Roland kriegen wir das auch wieder hin. Ja, das wird dann wieder. Genau. Dann müssen wir dem alles ein bisschen Glimmer dazu schießen oder so. Keine Ahnung. Du hältst dich da mal raus, das hat mir ja gesagt. Ich hab mich doch... Versprich es mir. Guck ich sie halt an, so mit so einem Schiebenlächeln. Ich darf noch keine Versprechen geben. Nein, du sollst kein Eid schwören, du sollst es mir versprechen. Das hat nichts mit dem Feenkram zu tun. Das bedeutet viel... Bei uns noch ein bisschen mehr als bei den Menschen. Sehr viel mehr als bei den Menschen, die mir versprechen den ganzen Tag. Aber wie wichtig das ist, hängt davon ab, wie viel Ehre du hast.
Das Problem ist, ich möchte ihnen unbedingt helfen. Also dementsprechend... Du hilfst ihm, wenn du dich raushältst. Also versprich's mir. Du weißt, dass ich ein kleiner Querulant bin, oder? Ja, oder nicht. Na gut. Aber nur, weil du's bist. Und ich dir echt vertraue, dass es das Beste für ihn ist. Das ist es. Dann verspreche ich dir, also nee, ich gucke ihr in die Augen und ich verspreche es, ich halte mich da jetzt raus. Gut. Aber, wenn irgendwas sein sollte, wo ich irgendwie helfen kann, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Ja, vielleicht irgendwann komme ich vielleicht mal, dass du kurz in dem Laden hier aushilfst. Okay. Okay, gut. Dann drücke ich sie nochmal und dann gehe ich. Okay. Und dann schaue ich auf die Uhr und wie viel Uhr haben wir. Muss ich das Kind schon abholen? Nee, noch nicht gleich. Sehr gut. Dann aber unendlich Zeit hast du auch nicht mehr. Ja, dann gucke ich erstmal noch ein bisschen was ein, so eine Packung Frikadellen oder sowas. Okay. Ja, das ist so eine, ja, klar. Eine Kilopackung Frikadellen halt. Stimmt, sie hat nämlich einmal gesagt, im Kilo schmecken sie am besten. Ich weiß auch, was sie will. Mehr. Ja, aber... Nein, das ist die Antwort, was willst du denn mehr? Das ist eine Rotkappe. Eben, da kann man nicht anders, das geht nicht anders. Ich kann aber nicht die ganze Welt aufkaufen. So is it. Es ist der Wille, der zählt. Das stimmt. Sag mal, du ehemalige Eilund, die du damals mit Dämonen gebumst hast, im Rudel. Hast du noch irgendwas vor? Sandro suchen, aber sonst... So lange ist das bestimmt, der wird immer noch bei Roland sein. Also ich sag mal so, wie willst du ihn dann suchen, wenn du ihn nicht in seiner Wohnung antriffst? Dann habe ich Pech. Okay. Weil ich sonst nichts habe, wie ich ihn erreichen könnte. Nöckerrohrbus. Stimmt. Die Nöckerrohrpost kann nur kleine Nachrichten verschicken, oder? So viel wie ein auf dem A4-Blatt passt und du hast noch nicht passiert, noch nicht geguckt, was passiert, wenn du halt zwei Seiten reintust. Au, au. Dann wird sie das letzte Erzeugnis ihres Blockes, ihres kleineren, in eine Nöckerrohrpost packen und ihm schicken. Ich weiß nicht, wie du das grafisch umgesetzt hast. Aber so, dass es rüberkommt, du kannst ja malen. Ja. Dann, ich meine, dazu wirst du ja wieder hochgehen, um das zu schreiben. Das heißt, er wird dann wieder bei dir klingeln. Du musst überhaupt nichts schreiben. Ach so, stimmt. Du wirst es ja nur beilegen. Ja. Dann wird er quasi aus Rolands Bude treten. Leider konnte ich deine letzte Nachricht nicht lesen. Ich sah noch den Absender, bevor sie verschwand. Wieso ist irgendwas schiefgegangen? Ach so. Ich glaube, dass Devans entweder jetzt oder in naher Zukunft in Schwierigkeiten steckt, und zwar in großen. Groß genug, um sie zu brechen. David wird sie in einer Stunde. Bis dahin kann ich hier nicht weg.
danach werde ich sicherlich noch etwas Zeit brauchen zur Rekreation der Mains und Physis. Aber danach bin ich vollumfänglich bereit, darauf zu achten, dass diese Prophezeiung nicht wahr wird. Wo ist sie denn gerade? Auf einem Kindergeburtstag. David holt sie ab. In der Tat. Hast du was dagegen, wenn ich sie begleite? Selbstverständlich nicht. In der Tat bin ich natürlich dankbar dafür, dass du dich in dieser Hinsicht kümmerst. Sie nickt nur leicht. Bekomme ich die Adresse? Ja, ich habe sie. Sie liegt in meinen Räumlichkeiten. Wenn du vielleicht einfach David kontaktieren könntest. Ja, mache ich. Möchtest du einen Tee haben? Ich muss wieder zurück. In etwa 4 Stunden bin ich bereit, meine Verantwortlichkeit als Mentor gerecht zu werden. Nur muss ich davor einer noch bedeutsameren nachkommen. Sophie nickt. Gut, dann gucke ich mal, dass ich David erreiche. Vielen Dank. Viel Erfolg. Er nickt. Sophie schreibt David eine SMS. Wo bist du? Kriegst eine WhatsApp zurück mit den Positionsdaten. Er ist 20 Meter vom Edeka weg. Bleib da, ich komm mit. Alles klar. Kriegst du Sprachnachricht? Alles klar? Weiß ich noch nicht. Das war eigentlich auch nicht als Frage gedacht, aber alles klar jetzt? Also. Was? Was ist los? Du kriegst keine Antwort. Sie ist auf dem Weg. Dann kriegst du noch ungefähr 5 Nachrichten. So von wegen, was ist los? Sprich mit mir. Du siehst, dass ernsthaft der Letzte tippt, während du schon auf ihn zukommst. 90% aller Telefonate werden in Sichtweite geführt. Das ist schön. Was ist los? Irgendwas stimmt mit dem Wanz nicht. Das ist nicht gut. Aber also, ich weiß es nicht. Wird etwas mit ihr nicht stimmen. Ja, solange Tom nicht kommt, ist alles gut. Dann würde ich sagen, beeilen wir uns. Ja. Sie weiß ja davon nichts. Das heißt, wir werden ihr das auch nicht erzählen. Alles klar. Weißt du ungefähr, was mit ihr nicht stimmt? Nein. Ich weiß nur, dass es schlimm genug ist, um sie zu brechen. Brechen oder brechen, in dem Sinne, dass sie verrückt wird? Bitte akustisch. Ja, brechen? Also auseinanderbrechen oder? Nein, nicht die physisch. Seele? Okay. Macht es nicht besser? Also, glaube ich.
Naja, das Erstere würde auf ihren Vater hindeuten, das Zweite, naja, auch, aber, oh Gott. Oh, ich will nicht schon wieder was mit denen haben. Abwarten. Schöne Grüße übrigens an Martha. Martha. Hörst du schon die Trommeln, Dally? Ich hoffe nicht. Ich frag nicht, ob dein Charakter die hört. Ich frag, ob er sie sich vielleicht einbildet. Ja, vielleicht schon. Also, es ist schon, ich mag das nicht. Ich mach mir schon ein bisschen Sorgen. Müssen wir eigentlich hin? Sandweg 44. Der Sandweg. Der Sandweg ist eine Nebenstraße vom Mühlweg. Das ist erstens nicht weit von euch. Wirklich nicht. Zweitens ist das, ich sag mal, eine gute Geldstraße. Also wirklich eine gute Geldstraße. Wir sind ein bisschen früh, hm? Ja, aber ich habe mir gedacht, besser zu früh als zu spät. Naja, nicht zu früh, sonst meckert sie nur rum, wenn sie zu früh weg muss. Na, ich hätte mir dann schon die Füße vertreten in der Gegend. Hm. Ich habe ein gottverdammtes Handy, ich kann jederzeit einen Scheiß machen. Sandro wird aber auch erst in ein paar Stunden soweit sein, hat er gesagt. Alles klar. Er holt sein Portemonnaie raus. Hast du noch genug Geld, um mit ihr nach McDonald's zu gehen? Na, wir können mit ihr schon heim. Naja. Wenn man sich beschäftigt, dann muss man sich irgendwo was zu essen geben. Das wird schon gehen, denke ich. Tun und koche ich einfach ganz einen Haufen Reis. Das klingt vernünftig. Den hast du ja noch säckeweise in deinem Zimmer stehen. Keller. Mittlerweile. Ach so. Gut. Wir werden nie verhungern. Ja, aber ich glaube, in meinem nächsten Leben werde ich einfach mich an den Kopf fassen, warum ich so viel Reis habe. In deinem nächsten Leben wirst du Japaner. Sushi-Koch. Maybe. Maybe. Und dann werde ich mich gar nicht wundern. Und so, natürlich habe ich 1000 Kilo Reis. Ja. Keller. Wie jeder Chinese. Oh, Backe. Wie war das mit dem Schachbrett und dem Reiskorn? Oh. Was? Schachbrett und Reiskorn. Da gab es mit ihm eine Geschichte. Wer ist ein Schachbrettpunkt, kommt ein Reiskorn, dann kommen zwei Reiskorn, dann kommen vier, glaube ich. Und so weiter und so fort. Und wenn du an der 64. Stelle bist, bist du reich. Oder so. Aha. Maybe. Ja, es war irgendwie, glaube ich, ja, die Prinzessin vom chinesischen König gerettet und wurde deswegen belohnt. Wie auch immer. Chinesen und Reich. Er googelt das jetzt auf seinem Handy. Ja, da war so ein Dude und der hat für einen chinesischen König irgendwas gebaut oder so oder irgendwas anderes. Ich glaube, der hat irgendwas gebaut. Und da hat er gesagt, hier, wie wir es wissen, als Belohnung haben, da hat der Dude gesagt, na, entweder du gibst mir jetzt 1000 Körner Reis oder du gibst mir auf dem ersten Schachbrett Muster 1 und dann 2 und dann 4 und dann 8 und dann 16 und so weiter. Und dann hat der König gesagt, geil, ich nehme das zweite, das ist voll wenig. Und dann hat er gesagt, haha, du bist voll der Lappen, jetzt bist du arm, du hässliches Schwein. Und dann hat der König ihn vermutlich in ein Arbeitslager gesteckt oder sowas und dann ist Ende. Oder er hat das Schachbrett erfunden? Na, irgendwie so. Auf jeden Fall hat er den König volle Bude verarscht.
Jodi, hast du sie geholt? Genau. Ja. Du wirst die richtige Antwort erhalten und ihr kommt an. Sind wir zu früh? Circa anderthalb Stunden zu früh. Aber ich habe gesagt, das ist ein Geldhaus. Geldhaus heißt, es hat so doch guten Abstand zur nächsten Straße, einfach weil der Garten so groß ist. Das heißt, du kannst auch auf den in den Garten einsehen. Da ist natürlich so ein Zelt, ein kleines, aufgebaut. Und da sind auch Erwachsene da, die fröhlich mit Sekte da stehen und sich unterhalten und den Kindern beim Spielen zugucken. Das scheint nicht zwingend extrem unüblich zu sein. Okay, dann klingeln gehen. Bei der Familie, die da wohnt, also bei der Frau, die euch jetzt die Tür aufmacht, in einem geschmackvollen Blazer, blondiert, könnte man das Gefühl bekommen, dass sie vielleicht, an welcher Stelle auch immer, dem Träumen nicht abgeneigt sei. Ich meine, muss ja einen Grund geben, warum die da feiern dürfen. Also, die macht euch da auf, lächelt. Oh, guten Tag. Guten Tag. Wir sind hier, um Miriam abzuholen. Es ist jetzt noch ein bisschen früh, aber... Jetzt schon, wirklich. Kommt erst mal rein. Wir waren gerade in der Nähe und dachten, wir kommen sowieso schon mal vorbei. Sie streckt euch das mit die Hand hin. Lessing. Wilbero. Wo ist denn? Die Miriam, wollen Sie vielleicht erstmal hier, sie bietet euch ein Tablett mit Aperitifs an. Gerne. Danke. Gerne. Juhu, sie hat es mir angeboten, ich dachte sie. Sie hat gesagt, möchten Sie vielleicht erstmal. Bist du sicher, dass du das testen willst? Shit. Hat sie darauf gedeutet? Na, sie hat das in die Hand genommen und dir hingehalten. Aber die Frage... Ist halt die Frage, muss sie die Frage aussprechen, wortgenau? Also spielen Worte so eine große Rolle oder ist die Absicht das Entscheidende? Ich probier's. Eiskalt, ich probier's, ich bin neugierig. Nee, ist ja kein Ding, ich muss noch schnell was nachgucken. Weißt du selber nicht, nee, ich muss nachgucken, würfel ich da Willenskraft? Willenskraft klingt eigentlich am vernünftigsten, oder? Shit. Also, Sophie, da, also ihr steckt, ich weiß nicht, ob du was nimmst? Ja. Der Höflichkeit macht man ja, ne? Genau. Aus den Augenwinkeln, während sie sich schon halb im Umdrehen ist, um euch in den Garten zu geleiten, siehst du, wie David den Mund hardcore verzieht. Wenn du möchtest, kannst du etwas versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, denn Asche im Mund, so wie sein Gesichtsausdruck wirkt, wird er wohl nicht lange behalten. Und vielleicht willst du sie ablenken, bevor er es in die Garanien reiert. Sophie, schaut sich um. Was war das? Wirklich, das war ein Husten von mir. Okay. Das Haus gefällt mir. Oh ja, das ist, sie nennt die Einzelheiten über das Haus. Ja. Und damit geht sie auch, so sie deutet mit dir, also sie geht so ein paar Stufen zur Treppe rauf, weil da wo irgendwie, Alter, wie einfach alle, ich weiß, dass es von der Ihnen geben, aber ist egal. Weil da irgendwie, da ist nämlich da so ein Ding, was an Häusern besonders ist. Junge, ist das besonders. Und das haben die ja schon so und übernommen auch. Und das ist, das musste man aber irgendwie restaurieren lassen, weil nämlich der Vorbesitzer das irgendwie hat verdecken lassen und nicht ganz toll. Aber David hat Zeit. Einen ganz kurzen Abstecher in die offene Küche. Geldhaus mit Blazer. Die Frauen, die Leute sind stolz auf ihr Heim. Ja, das war ja auch gut. David hat Zeit, einen kurzen Abstecher in die offene Küche zu machen, damit sie ein Open Concept auch verfolgen können, weißt du? Um dann dort in die Spüle zu aschen. Super. Und sogar sich die Munds noch auszuspülen mit dem Leitungswasser. Ach, das darf ich. Ja, ich denke schon, weil das nicht in erster Linie nur ein Nahrungsmittel ist. Es ist ja auch zum Beispiel ein Spülmittel. Das ist gut. Und weil es nicht zubereitet ist. Schön.
Aber perfekt. Schwein gehabt. Puh. Ich würde mich dann der Führung anschließen wieder. Ja, sie geht dann mit euch raus und stellt euch erstmal so ein paar der Eltern vor, die da sind. Das sind sehr viele junge Eltern. Nicht alle von denen erscheinen Geldsäcke zu sein. Aber doch einige. Fehlen dabei? Nein. Aber die gehen alle in den gleichen Kindergarten und das ist selbstverständlich hier einer Elterninitiative. Hörst du das? Die Saalschule hat, glaube ich, auch einen Kindergarten und das ist, also, ihr habt von einer gehört, die dort zur Schule gegangen ist. Die haben ja zum Beispiel auch, kämpfen immer noch darum, Noten abzuschaffen und so ein Shit. Also das ist eine sehr, ne, das ist eine Sache, da ist einiges los auch mit alternativen Konzepten, Erziehungskonzepten. So muss es ja auch sein, ne? So also ist es. Ja, da ist Smalltalk dabei, ihr habt Blick auf den Wanz, die Kinder spielen gerade. Pass auf, das sind zwei Kindlinge, das ist ein E-Schuh und ein Puka. Und, also um genau zu sein, ist es selbstverständlich ein Mops-Puka. Und oh Gott. Es muss oh mal, Gott! Es ist, also, japst auch tatsächlich ganz gut. Die Kinder spielen kein pädagogisch wertvolles Dingsspiel hier, ne? Und es gibt auch tatsächlich Ecken und nicht nur Rundungen. Auf jeden Fall spiele ich gerade Hot Lava. Ich sag mal, das merkt ihr. Lava. Denn der Boden ist ja offensichtlich Lava. Also ist er ja wirklich an der Stelle, wo die spielen. Okay. Also, wie soll es denn anders sein? Sonst kann man es ja auch nicht spielen. Da ist auch viel Freude. Ja, ja. Also bei den Kindlingen, die Angst haben, tatsächlich in die glühende Lava zu fallen? Die haben die größte Freude. Okay. Die tanken da wohl offenbar auch Glanz, weil die anderen Kinder glauben nicht zwingend daran, dass das alles Lava ist, aber alle lassen sich so hart auf das Spiel ein, dass die Kindlinge glauben können, die anderen Kinder sähen das auch, weißt du? Mhm. So. Da ist also auch viel Freude. Und der Wanst spielt das auch ganz normal mit. Und dann sagte ich schon, nein, du nicht. Du bist das Lava-Monster. Du darfst nur in der Lava gehen und musst uns fangen. Mhm. So. Der Wanst möchte das Lava-Monster nicht sein. Der Wanst möchte mitspielen mit den anderen Plagen, als sei sie ganz normal. Mit ihren gierigen Augen und dem Kiefer des malenden Todes. Und Schlangi. Ich mag Schlangi. Allerdings wird der Dackelpuka. Mopspuka. Habe ich ja gesagt. Also der Mopspuka wird, als der Wanst auf einen besonders kleinen Fleck Nicht-Lava mit den Zehenspitzen steht, obwohl auch um zu beeindrucken, kräftig pusten und kräftiger pusten und noch kräftiger pusten und der Ishu stimmt ein und die anderen Kinder machen mit und dann fiel das kleine Haus der Schweinchen in sich, der Wanst um. Du bist raus, nein, sprach der Mopspuka. Sie ist das Lava-Monster. Der Wanst wird etwas zornig. Nicht nur auf die beiden Kindlinge, sondern auf alle. Man sieht es deutlich in ihrem Blick, in den Fäusten, die sich ballen und miteinander ringen. Und man hört es wegen der leichten, weit entfernten Trommeln. Ja, das ist nicht so das Problem. Ich gehe nämlich jetzt einfach dahin und werde einfach behaupten, dass ich das Lava-Monster bin und werde das Puka-Kind mir schnappen. Beziehungsweise versuchen zu schnappen. Es wird natürlich genug Chancen haben, abzuhauen.
Das sorgt übrigens auch für Freude bei den Eltern, dass da jemand ist, der sich da ja auch, ne? Ganz toll. Yep. Da hast du ja auch, du hast ja auch einen unkonventionellen, ganz freundlichen, so kinderlieben Freund, das ist ja toll. Also. Nein, Mann. So verklemmt müssen wir schon sein. Es muss ja offenbar ein Mann sein. Also. Zarten Alter von 20. Hey. Das ist kein Grund, nicht schon sein Leben zu ruinieren. Also. Du bist das Labermonster, du verfolgst die anderen Kinder. Das ist okay. Die Ich haben werde da auch auch dann Spaß das, dran. ich werde auch natürlich dann den Wanz verfolgen, weil das Wanz ist ja offensichtlich kein Lavamonster. Der Wanz würde sich aber ohne Umstände, also der wird stehen bleiben. Das heißt, wenn du auf den zustürzt und dann es nicht berührst. Also anders, du stehst vor zwei beschissenen Alternativen. Es wäre wahrscheinlich gewesen, dass sie jetzt vor dir wegstürzt und darauf eingeht. Tut sie nicht. Entweder du Echt? berührst sie jetzt und machst sie damit tot oder zum Lavamonster, wie auch immer die Regeln sind. Oder du berührst sie nicht und verifizierst dadurch offensichtlich, dass sie bereits das Lavamonster ist. Es gibt dumme Kinder. Das ist jetzt mal blöd. Da muss man schnell reagieren. Ich bin da ein bisschen. Genau das. Ich denke, ich werde hinfallen. Perfekt. Du legst dich vor ihr in das Gras. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Kinder lachen herzlich. Also die lachen dich nicht an, die lachen dich Aus. aus. Ich fange natürlich an mit zu lachen. Wo ist das Ja, ist ja nicht? okay, Nis. Die sind ja auch nicht böse. Aber man lacht nie jemanden an, wenn er auf die Schnauze fliegt. Man lacht ihn Ja, aus. ist klar. So, nee. Der Wanz wird jetzt von Schlangen Dinge eingeflüstert bekommen, die offenbar nicht sind, dass sie sie alle vernichten soll. Denn sie wird sich ein wenig abmildernd beruhigen, den Kopf senken und dann wegstampfen. Was machst du denn? Also zu dir stampfen hier. Was machst du denn hier? Zu mir. Naja, in erster Linie mitspielen. In zweiter Linie wurde ich gebeten, dich nachher abzuholen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Und warum du? Ich knie mich also hin, vor ihr hin, dass wir auf Augenhöhe sind, weil Mr. Satt mit dem Herrn Pfeiffer gerade beschäftigt ist. Wem? Unserem netten Vermieter. Roland. Weißt, warum das wichtig ist? Aber ich darf's dir nicht sagen. Ich denke, ich weiß es auch schon. Ansonsten ist es jetzt, ne, ein gutes Geheimnis, das musst du schützen. Wollen wir weiterspielen? Nee, die sind dumm. Manchmal sind Kinder dumm, das stimmt. Oder auch andere Ja. Menschen. Ja, die sind dumm. Wir gehen jetzt. Wir spielen zu Hause Piraten. Okay, können wir machen. Du bist mein erster Mast. Mast. Okay. Was macht denn so ein erster Mast? Du bist doch der Erwachsene, du musst das doch wissen. Meinst du vielleicht den ersten Mat? Der erste Mat ist quasi der die rechte Hand von Captain. Der darfst du auch sein. Okay. Dann muss Sophie der erste Mast sein. Die ist eh dünner. Stimmt. Ich hoffe, die kann die Arme so lange oben halten, damit sie das Segel hält, sonst kommen wir ja nie vom Fleck.
Ja, das kriegt die bestimmt hin. Das hoffe ich für sie. Ansonsten wird sie einfach einen Winterstuhl heraufbeschwören und dann geht das ganz schnell. Nee, ansonsten besorge ich mir einen anderen ersten Mast und mache sie zu Feuerholz. Das geht natürlich auch, aber ich glaube, das würde sie nicht so bevorzugen. Ich schnapp mir jetzt. Genau, ich schnapp mir den Wanst und gehe mit ihr auf Sophie zu. Na? Sie hebt die Hand. Du bist der Mast. Ich bin der Mast? Mhm. Und ich bin der erste Mast. Ich bin nachher Piraten. Du bist der erste Mast. Natürlich. Wer soll es denn sonst sein? Ich weiß nicht, aber von deinen Führungsqualitäten bin ich noch nicht überzeugt. Hallo? Wer ist der Captain, du? Ich weiß nicht. Na gut, von deinen Führungsqualitäten bin ich überzeugter. Was soll das jetzt? Also, ja, natürlich ist der Captain besser als ich, aber soll das heißen, willst du hier meutern? Dass du dem ersten Martin hier nicht... Was? Ich bin der Mast. Ja, siehst du. Ich meuter nicht. Juti, dann gehen wir nochmal los, würde ich sagen. Willst du dich noch von den anderen Kies verabschieden, oder? Nö. Okay. Ja, ich gehe dann einmal zur Gastgeberin. Wollen sie schon gehen? Ja, ich denke, es wird Zeit. Okay, also es wäre auch kein Problem. Wir könnten sie auch sonst nach Hause schaffen, wenn du das möchtest. Nein, nein, das ist alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, gut, dann. Man sieht sich ja vielleicht jetzt mal irgendwann demnächst im Kindergarten oder wie auch immer, ja? Vielleicht, genau, vielleicht. Gut, vielen Dank und bis dann. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Einmal in die Runde hinter. Wiedersehen, Herr Saat. Wiedersehen, Frau Saat. Sophie hat sich doch vorhin als Milbro vorgestellt. Ich weiß. Okay. Gut. Sophie stellt das jetzt nicht weiter in Frage und geht. Sie hat das auch nicht in Frage gestellt, dass sie dieses Kind mitnimmt, weißt du? Ja, ja, deswegen ja. Das habe ich schon verstanden. Weil die wirkten schon so minimal wie Absicherung, war also da war so, ne? Hier, die geht durch das schöne Haus. Und tretet auf die noch schönere Straße. Ja, sind an der Tür noch diese Dinge? Die Kanapés? Ach so, klar. Möchtest du? Ich kann nicht essen. Gib dir halt der Kleinen. Sie soll was essen. Das sieht eklig aus. Ja, ich hab das. Als ich das gegessen habe, wurde es zu Asche. Scheiß. Und das willst du mir anbieten? Du bist kein guter Esser, Mart. Nein, ich wollte es dir anbieten. Vielleicht hab ich doch dir. Gesagt? Ja, vielleicht müssen wir das doch. Ach umgehen. Ja? Sie ist zwar dumm, aber du bist runder. Der Mast soll schweigen. Ja, dann schweig jetzt auch, Mast. Schlimm. Na gut. Dann hab ich mir doch gedacht, dass dir was anderes besser gefällt. Ich hole die Frikadellen raus. Vielleicht sollten wir erstmal gehen. Hey, du, machen wir während des Rausgehens. Achso, ja. Eben, während des Rausgehens. Ja, sie stopft sich halt so Sechs in den Mund. Auf einmal. Ich wusste auch, die gefällt aus. Ihr geht ein paar Meter in Richtung der Heimat. Und dann spürt vor allen Dingen Sophie die Wärme, das Licht. Und als er euch umblickt, kommt da... Sie sagt nur, irgendwas stimmt nicht, ehe sie sich umblickt. Kommt da Dougal selbst. Also nein, das ist vielleicht missverständlich. Ich meine natürlich hier Herr Hohner vom Hause Dougal selbst.
Mhm. Neben ihm stehen zwei Trolleusen. Mhm. In Vollmontur. Schön. Das trifft sich ausgezeichnet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns jetzt alle gleich zum Hof begeben können. Mädchen, du gehst mit den Trollen. Ihr könnt folgen, wie ihr wollt. Moment, was ist denn los? Der Graf verlangt nach ihr. Warum? Und der Graf verlangt auch nach euch. Warum? Es ist die Zeit, Fragen zu stellen, wenn wir angekommen sind. Das ist kein Problem. Dann begleitet sie uns. Sie begleitet die Trolle. Dann begleiten die Trolle uns. Ist ja traumhaft. Vorsicht. Verräter, Vorsicht. Ist Ihr Mentor informiert? Ihr Mentor wird es wohl wissen, nicht wahr? Und ist unser Mentor informiert? Sophie haut der Blick ging übrigens Ellbogen in die Seite, so halb unauffällig. Das solltest du öfter tun, nur mit mehr Härte. Dann dreht er sich um, geht voraus und die zwei Trolle nehmen den Wanz in die Mitte. Der ist auch tatsächlich eher kleinlaut. Also gar nicht laut. In der Tat ist es so, dass sie noch die ganze Gusche voller Fleisch hat. Nur einmal gekaut. Und während sie sich umdreht, hat sie sich wohl noch nicht getraut, damit weiterzumachen. Ihr hängt noch so ein halbes Ding vorne zwischen Lippen. Ich wusste doch, dass es Ärger gibt. Sophie dreht sich um und folgt denen jetzt. Ich würde quasi... Also ich habe das Kind eigentlich auch noch nicht losgelassen. Aber sie hat dich losgelassen. Du wirst sagen, du hältst ihre Hand weiter fest. Okay, das wusste ich nicht. Ja, also ich, ne? Das ist... Lass sie jetzt los. Wir gehen doch sowieso in dieselbe Richtung. Meinen Sie denn? Meiner, dies ist ein Befehl, den ich im Namen des Grafen ausführe. Lass sie los. Selbstverständlich, wenn der Graf das von mir möchte, dass ich das Kind loslasse. Und schweig! Cool. Ich wünsche, das würde im echten Leben funktionieren. Ich bleibe trotzdem an der Seite des Kindes. Dann würde der Troll dich jetzt abdrängen. Gut, gegen einen Troll komme ich halt nicht an. Ja, er macht es auch nicht irgendwie mit Gewalt oder sonst wie. Er nimmt einfach seine Pranke, schiebt dich kurz auf Abstand, die geht in der Mitte von den beiden und dann könnt ihr einen halben Meter hinter ihr gehen. Mhm. Jutti. Es ist ja kein weiter Weg. Sophie bleibt übrigens kurz ein paar Schritte zurück, wenn die sich umdrehen und gehen, kommt dann aber recht schnell nach. David, weil du dich ja umsehen wirst, du wirst sehen, dass sie eine Rohrpost schreibt. Das habe ich mir schon gedacht. Ich kann das ja nicht. Tja, vielleicht wäre es ja der richtige, also nochmal die Gelegenheit, sich jetzt nochmal freundschaftlich also zu verständigen, weil, also ich meine, ist ja gerade da. Naja, manchmal ist es gut, jetzt nicht gerade noch ein bisschen einen drauf zu geben. Also, na gut. Schön, hier zum Hofe. Offenbar haben viele die Nachricht bekommen, also anders, hier zum Hofe, hier geht rein, der Graf ist noch nicht im Thronsaal, aber die beiden Schiedamen, die ihr kennt schon,
Außerdem ist er voll von blank polierten und gerüsteten Trollen. Allerdings könnte das auch wegen dieser anderen Sache sein, von der David gehört hat. Und mit der Zeit werden dann mehr und mehr Leute eintrudeln. Der Wanst wird geleitet von den beiden Trollen bis auf so 10 Meter vom Thron abgestellt. Und die bleiben dann neben ihr stehen. Die bleibt auch stehen. Sie hat noch immer nicht weitergekaut. Okay, jetzt geht's ihr wirklich gut. Machen die Trolle denn Platz, dass man sich neben ihr stellen könnte? Oder halt? Nein. Sophie hält dich auch dann mal kurz fest und raunt dir zu. Jetzt halt zwischendurch mal den Mund. Du machst es nur schlimmer. Vermutlich. Ja, dann halt den Mund. Du nützt ihr nicht. Not amused. Aber ist okay. Ja, natürlich nicht. Aber spar dir das auf. Irgendwas wird der Graf schon wollen. Er will ja auch mit uns reden. Spar dir deine Argumente auf und führ nicht einen Kleinkrieg mit dem Typen weiter. Der Typ ist mir vollkommen egal. Das weiß ich, David, aber du machst es gerade nicht besser, wenn du dich die ganze Zeit gegen ihn auflehnst, solange sie ihr noch nichts tun. Verstehst du, was ich meine? Hm. Naja, wir werden sehen. Ja. Wird mit Sicherheit noch die Zeit kommen, was zu sagen. Ja, bestimmt. Ich halte mal Ausschau nach unserem Mentor. Ja. Der wird noch nicht kommen. Ich hatte die Befürchtung. Das Ding füllt sich dann innerhalb von einer Stunde oder so. Ziemlich angemessen. Nicht so viel wie bei eurer Megafeier da waren. Aber es kommen doch schon echt einige. Herr Satt ist jetzt aber nicht dabei. Wer hätte das erwartet? Die haben den Punkt exakt abgedrückt. Das ist eine ziemlich heftige Anschuldigung. Ja, ich weiß, ich habe sie auch nicht häufig, öffentlich gesagt. Noch nicht. Na Juti. Ich höre ja auf mein Orakel. Das kann bestimmt Vorteile haben. Also Smart hat er? In dem Fall schon, ja. Smart hat er? Martha ist nicht da. Sigi? Hab doch nicht mal eine Ahnung, wer Sigi ist, Alter. Sigi ist vermutlich, Sigi wird auch ein Heinzelmännchen sein. Denke ich nämlich auch. Sigi ist da, ja, aber die arbeitet ja am Hof. Also die wird gerade noch die letzten Reinigungsaufgaben am Thron wahrnehmen und nochmal da irgendwie, was man so macht. Es ist auch nicht so, als könntest du nicht jetzt zu ihr gehen und mit dir sprechen, wenn du das wünschst. Ja, aber gut, wenn sie am Thron ist, dann werde ich da nicht hochgehen, weil das ist halt der gottverdammte Thron. Da wird ein gewisser Hohenarm mir die Leviten lesen. Und das zu Recht. Nee, das nee, könnte nee. Sein. Ich muss dem ja nicht noch mehr folgen. Dann wird Thorald kommen. Mit zwei anderen Rittern, nicht Rittern. Wachdienstleistenden und dem Grafen, der dann seinen Thron Platz nimmt, eine kollektive kurze Verbeugung, also zumindest eine Kopfverbeugung, denn die meisten sitzen ja nun. Aber natürlich werden sich auch die Ski, wenn er kommt, ihm zuwenden und sich verbeugen, bis er sich gesetzt hat. Es ist diesmal nicht so wie beim ersten Mal. Es ist tatsächlich schon angenehmer, sich den jetzt mal anzugucken, ne? Es ist immer noch. Die Macht rinnt ihn aus allen Poren, aber. Also tatsächlich auch so wie Martha der Schweiß der Wechseljahre, aber es ist nicht ganz so furchterregend wie beim ersten Mal. Sehr gut. Die Trolle werden jetzt ein paar Schritte vom Wanst wegtreten, sich dann aber quasi ihr zuwenden, so ungefähr 3 Meter jeweils sind die jetzt entfernt. Dann erhebt der Graf die Hand, sodass auch der letzte pflegelhafte Gockelpuka hinten aufhört zu
zu gackern. Wir sind heute hier, um Gericht zu halten. Ich hörte von schweren Anschuldigungen bezüglich dieser Rotkappe, die als, ihr lässt sich von der Fiona was ins Ohr flüstern, als Wanst bekannt ist. Sie soll sich ausgegeben haben als eine Dame von Stand und Titel. Die Zeugen hier sollen sein, ihr Mentor, der nicht aufzufinden war, sowie David und Sophie, Träger des Hummelbanners. Und ich brauche die Titel mal zentraler. Ich wollte irgendeinen Beleidigenden jetzt ehrlich gesagt nehmen. Er hat schlechte Laune. Und die Botin des Verfalls. Tretet vor. Und Sophie hat die Stirn ein bisschen gerunzelt, als er das gesagt hat. Und steht dann auf. Ich gehe auch ein paar Schritte nach vorne. Sprech die Wahrheit vor dem Traum, vor mir und vor den ehrwürdigen Tuafa de Danann. Ich werde es wissen, wenn ihr lügt. Hat dieser Kindling sich als Freifrau Wanst von den Salzlanden vorgestellt? Sprecht. Das Gute ist, ich kann mich OT nicht erinnern, also werde ich einfach sagen so, Du kannst dich OT nicht erinnern? Ja! Ich weiß nur, dass sie irgendwann mal irgendwas gesagt hat, aber nicht Freifrau direkt. Das ist kein Problem, ich werd einfach mal für dich Erinnerungen würfeln, okay? Also OT weiß ich es auf jeden Fall noch. Okay, also, sehr schön. Das war das erste Mal, als wir sie gesehen haben, als sie die Tür aufgemacht hat. Ah. Naja, da ich euch meistens zugestehe, dass ihr IT was wisst, was ihr OT noch wisst. Also David weiß es sogar auch noch. Na guck. Also zumindest, dass sie sich als du weißt noch, wie das erste Mal tatsächlich sie sich irgendwie adlig vorgestellt hatte und du dann sogar für ihren Diener gemacht hast und sie korrekt angesprochen hast. Also nicht korrekt im Sinne der Feen, aber das weißt du noch. Ja, genau, stimmt. Aber ich weiß auch, dass sie gespielt hat und sich nicht direkt vorgestellt hat. Das ist was anderes. Genau. Gut. Ihr wurdet ja gefragt. Ja, mein Blick geht halt zur meiner Meinung nach höherrangigen. Dementsprechend halt, ne? Sophie? Sophie scheint kurz zu überlegen. Nein, vorgestellt hat sie sich so nicht. Meine Aufgaben sind vielfältig. Fahre fort. Sie hat gespielt, aber das war auch alles. Und im Spiele benannte sie sich da als Freifrau Wanst von den Salzlanden. Ist das ein Verbrechen für Kinder zu spielen? Ich fragte dich etwas anderes. Hat dieser Kindling einen Namen genannt mit dem Titel Freifrau von den Salzlanden? Ja. Aber nicht wirklich ernstzunehmbar. Es war offensichtlich, dass sie spielt. Und kanntet ihr diesen Kindling zuvor? Nein, aber es war offensichtlich, dass es nicht ihr richtiger Name war. So ist also das Erste, was ihr von ihr hörtet, einer Vorstellung gleich. Der Name in Verbindung mit einem falschen Titel. Das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Das ist es aber, was hier vorgefallen ist. Sie ist nicht das erste Kind, von der ich so etwas gehört hätte. Das war nicht ungewöhnlich. Das ist richtig. Sie ist kein Kind, sie ist eine Fee.
was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten. Und ist das relevant? Offensichtlich. Offensichtlich denn nicht. Offensichtlich wussten wir ja auch nicht, oder beziehungsweise kannten wir sie ja auch vorher nicht. Also kann es ja auch keine Vorstellung gewesen sein. Selbstverständlich ist es genau dann eine Vorstellung. Wann sonst stellt man sich vor als beim ersten Treffen? Aber es ist genug Trete zurück. Ich brauche euch nicht, um Ausreden zu finden für dieses Verbrechen. Ich verbeuge mich vor ihm. Rotkappe. Es reicht also nicht, dass sich unter den Kiffs immer wieder jemand befindlich fühlt, zu behaupten, er gehöre zu einem edlen Hause. Es reicht nicht, dass sich wilde Puka Titel anmaßen. Ja, ich weiß von diesen Dingen. Ich weiß, dass ihr, wenn ihr glaubt, unter euch zu sein, und wenn ihr glaubt, die Regeln gelten nicht in euren Häusern der Gemeinen, dass ihr dann euch ersten königlichen Nachkostern nennt, ihr Puka. Ich weiß, dass ihr euch als Kloakenwichtel, als fürstliche Kloakenwichtel bezeichnet und ihr findet es witzig, den Adel zu schmähen. Und ihr findet es witzig, unsere Aufgaben und unsere Verantwortung, unsere Opfer in den Schmutz zu ziehen. Und nun beginnen die Rotkappen mit diesem Frevel. Also wird hier der Schlussstrich gezogen. Das heißt, ein 6-jähriges Kind wird bestraft? Schweig! Deine Lippen verschwinden, da hast du jetzt Haut anstelle dieser Lippen. Oh, das nehme ich ihm übel. Du hast ihn unterbrochen, das nimmt er dir übel. Das ist mir völlig egal, wenn der gerade so einen Blödsinn erzählt. Deine Haut ist ziemlich hot. Das ist sehr unangenehm. Du stehst nicht direkt in Flammen. Das macht er auch nicht, das mit dem Mund, weißt du, hat der war Absicht, der hat nämlich eine Handbewegung dazu gemacht. Eine aufhaltende. Aber das Gefühl, was du jetzt hast, ist nicht direkt übrigens wie zu verbrennen, aber es ist äußerst unangenehm. Das ist einfach nur seine Wut, die über dich hinwegfährt. Mhm. Schade, meine ist noch nicht groß genug. Ich bin noch zu jung. Willst du Willenskraft ausgeben? Dann kannst du gleich widersprechen, aber ich würde gern was zu Ende führen. Zur Not gebe ich Willenskraft aus, ja. Werde ich gleich gucken, ob das überhaupt muss. Seht ihr? Ich werde unterbrochen. Das Gericht wird unterbrochen. Diese Anmaßung werde ich nicht länger dulden. Wanz tritt vor. Sie wird noch etwas stocksteif eine Sekündchen dastehen und dann so eine halbe Kaffeebohne vortreten mit einem Schuh. Und den Kopf natürlich geneigt halten. Du kennst die Regeln und du kennst sie besser als diese beiden. Du kennst die Gesetze seit 2 Jahren. Und du wirst hoffentlich, wenn auch offensichtlich, schlecht von deinem Mentor gelehrt. Was hast du also zu deiner Verteidigung vorzubringen? Sie murmelt auch irgendwas von gespielt und nicht ernst. Dann lernst du hier und heute, wo Spiel endet und Ernst beginnt. Deine Amtsanmaßung ist ein Verstoß gegen den Eschiat und so soll er behandelt werden. So wie du die Ehre von Rang und Namen gestohlen hast, so werde ich deine Chimäre nehmen. Euer Gnaden. Dies ist eine Urteilsverkündung. Der Nächste, der atmet zu laut, wird meinen Zorn spüren. Deine Schlange wird dir genommen. Nehmt dir die Chimäre ab. Mit Zögern und deinem dicken Kloß im Hals
wird der, der zuständig ist, das wird wohl Thorald sein, hinuntertreten und langsam beginnen, Schlangi von ihr abzuwickeln. Verachtung ist was Tolles. Dabei blickt sie, also Schlangi, mit dem liebevollsten, dümmsten Lächeln, das ihr bisher gesehen habt, und es waren schon wirklich grenzdebile Sachen dabei, den Troll an. Wer von euch beiden möchte jetzt was sagen? Weil der braucht eine Weile. Der macht das vorsichtig, der ist lieb zu der Schlange und zu dem Kind. Ich kann ja nicht. Wer möchte? Ich hab nicht gefragt, ne? Möchtest du? Du musst keine Willenskraft ausgeben, du musst würfeln nur. Du bist die bessere Rednerin, mach das. Also OT, bist du die bessere Rednerin? Ja, ich überlege gerade ganz kurz, was ich sagen muss. Ich kann es keine Interception würfeln. Also du willst auf jeden Fall. Ja. Oh ja, ich will auch protestieren, aber mir fehlen die Worte. OT gerade, das ist... Alter! Wenn du dir was überlegt hast, kannst du sprechen, aber nicht sehr laut. Denn du musst diese klebrige Masse, die deine Haut ist, halt immer wieder bezwingen, weil du musst ja immer wieder den Mund zumachen beim Sprechen und dann schwappt das immer über deinen Mund drüber. Eklig. Richtig eklig. Ich muss jetzt nochmal einmal ganz kurz fragen. Ski haben ja nicht per se einen Adelstitel, oder? Eigentlich nicht, also nicht, soweit ich weiß nicht. Sie gehören zwar zum adligen Geschlecht, aber sie haben ja nicht per se einen Adelstitel. Also, ich weiß nicht, ob Sophie das weiß. Und ich glaube, dass sie per se einen haben. Es kann gut sein, dass sich nicht mehr alle an den erinnern, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie provisorisch sofort zum Ritter geadelt werden. Also, wenn ein Ski keinen Adel... Eine Freifrau gleichbedeutend mit einem Ritter? Nee, das ist schon höher. Gut. Das ist, glaube ich, schon eine Baroness. Wenn ein Ski keine Adelstitel hat, so wäre er doch ein Gemeiner, nicht wahr? Das stimmt. Gut, aber es geht mir erstmal nur darum, ob... Genau. Weil Sophie dann sagt... Ich frage mich, ob das Urteil genauso ausgefallen wäre, wenn ein Skikindling im selben Alter dasselbe Spiel gespielt hätte. Versteht ihr das unter gerechter Herrschaft? Oh ja, ich weiß, ich habe jetzt etwas sehr Böses gesagt, aber es ist mir jetzt egal. Also... Thorald zuckt schon zusammen, als du den Mund aufmachst. Einer muss ja. Ist doch so. Ja, Mann. Ich hab doch gesagt, ich muss nur warten, sich richtig in die Scheiße zu reiten. Das nächste, was ist? Also die Ski bleiben erstmal äußerlich relativ beherrscht. Jemand in der ersten Reihe saugt scharf die Luft ein. Was wiederum bedeutet, er hat laut geatmet. Was wiederum bedeutet, ihn trifft er jetzt aber der Zorn. Oh Mann. Das heißt, der wird jetzt vom Blitz getroffen. Oh! Ne? Der wird dann auch erstmal bewusstlos da liegen bleiben. Der Graf wird dich nachdenklich ansehen. Nach etwa 20 Sekunden, die dir wie eine Ewigkeit vorkommen, scheint dieser Prozess des Denkens abgeschlossen. Thorald hat sich indes schnell bemüht, die Schlange wegzuwickeln und ist ein, zwei Schritte
in die Richtung gegangen, um sich zwischen dich und den Grafen zu stellen, wird aber mit einer wischenden Handbewegung von eben jenen ein paar Meter weg befördert. Den Arm habe ich gerade echt in eine fiese Zwickmühle gebracht, glaube ich. Der kann auf sie aufpassen, das kleine Kind nicht. Nein, dieses Urteil wäre nicht gleich ausgefallen. Und hört das alle. Vergleiche nicht die Rotkappen mit den Ski. Es wird Zeit, dass ich eingreife, bevor weitere sich den marodierenden Schlechtern anschließen, die über unsere Lande herfallen, die sich an weder Gesetz noch Ehre halten, an diese widerliche Bande von Menschen und Feenfressern. Nein, es wäre nicht gleich ausgefallen. Doch hätte ein Kind, das geboren wurde, um zu herrschen, sich nicht angemaßt, einen falschen Titel zu nehmen. Und wie ich sehe, wurde es allerhöchste Zeit, dass der Sommer sich in der Pracht präsentiert, damit der Glanz euch blendet, damit ihr endlich wieder Respekt habt vor der sengenden Hitze, die über euch alle kommt, wenn ihr nicht endlich wieder beginnt, euch zu verhalten, wie die Tuafa es von euch erwarten, seitdem sie euer erbärmliches Leben geschaffen haben. Wo wir gerade beim Thema Respekt sind, wäre es nicht respektvoll, dem Traum gegenüber einem Kind in Beisein seines Beschützers zu verurteilen und nicht in seiner Abwesenheit, wo dieser für dieses Kind eintreten könnte? Wäre es nicht nur gerecht, dies auch so genau so zu tun, allen Beteiligten gegenüber? Er wurde eingeladen und kam nicht, ein jämmerlicher Mentor. Des Weiteren, nun habt ihr nachgefragt, warum mir nichts bedeutet. Es ist irrelevant, warum nicht. Er ist der Mentor, er trägt Verantwortung, sie zu unterstützen. Er hat sie nicht wahrgenommen. Und ich kann nur für ihn in seinem schleimigen Naturell hoffen, dass der Traum das nicht als Bruch seines Eides wertet. Ein ziemlich heftiges Sommergewitter braut sich übrigens in diesem Thronsaal zusammen. Man nennt ihn ja auch nicht ganz umsonst Herr der Donnervögel übrigens. Hm? Viele der Anwesenden verziehen sich jetzt. Sophie, kann sie jetzt eigentlich wieder reden oder ist das immer noch so anstrengend? Leise immer noch. Wenn ihr ein Exempel statuieren wollt gegen diese marodierenden Banden, über die ihr euch ausgelassen habt, dann solltet ihr dieses Kind nicht dazu verurteilen, genauso werden zu müssen, indem ihr ihm das nehmt, was ihn davon abhält. Sprichst du und siehst dann nur, wie Thorald sein Schild erhebt und über deinen Kopf fällt, während der Blitz darin einfährt. Oh. Aber auch das musste gesagt werden, das ist wichtig. Das Gewitter nimmt jetzt äußerst ungemütliche Ausmaße an. Das Interieur fängt jetzt an, von manchen Blitzen zerschlagen zu werden. Thorald nimmt als nächstes den Wanst, also er packt ihn eher am Schlafittchen und schlittert ihn wie ein Curling-Kegeldings über den frisch gebohnerten Boden Richtung Ausgang.
Als nächstes, da ihr gerade nichts tut, wird er das auch mit euch beiden machen. Es ist auch eher so ein Standoff, das er da gerade beendet. Es ist nicht wirklich ein Standoff. Naja, doch, wir gucken ihn böse an und das ist alles, was wir können. Ja. Nee, Sophies Blick ist nicht böse. Der ist einfach nur voller Verachtung. Ja, er wird trotzdem über den Boden geschlittert wie eine Curling-Kegel. Das ist völlig in Ordnung. Enttäuschung und Verachtung. Ich helfe dem Wanst auf. Wenn ich dann auch mal selber hingeschlittert bin. Ja, na klar. Ja, Sophie rappelt sich auch auf und schaut noch in Richtung dieses Thronsaals. Selbst die Ski beginnen jetzt sich so majestätisch wie möglich da wegzubewegen. Scheiße. Oh, Scheiße. Sophie, das hält jetzt übrigens noch 3 Tage an, ne? Cool. Da muss ich nicht so viel reden. Da habe ich Zeit für andere Dinge. Aha. Es wird Zeit, die Prinzen abzusetzen, ich merke schon. So schnell geht das nicht. Und so einfach ist es nicht. Der Prinz ist tot, lang lebe der Prinz. Ja, ja. Nee, darum geht es nicht mal. Nee, das ist... Was tut der Wanst? Es kommt drauf an, wie viel Willenskraft so ein Kind hat. Nicht viel. Ne, dachte ich mir. Die ist eher immer noch ziemlich schockgefroren. Also die müsste die jetzt auch tragen, wie ein Stein. Sophie trägt sie. Oh, das wollte ich gerade machen. Okay. Könnt euch den Weg teilen, das ist ja doch ein Stück. Der Wanz ist wahrscheinlich auch nicht gerade leicht. Geht, die ist 6. Die ist 6 und so groß wie eine 7-Jährige, weißt du? Ja, ich meine jetzt nur, weil die ist wahrscheinlich irgendwie gefühlt nur Muskelmasse oder sowas. Ach, nein. Die ist nicht schwabbelig, aber die ist schon breit. Breit, drahtig, gefährlich, tödlich. Wahrscheinlich. Ja, nicht nur. Rotkappen sind nicht zwingend körperlich so beeindruckend, dass sie voll muskulös sind. Das müssen sie nicht. Die haben schon auch häufig einen Bauch und die hat auch schon ein Doppelkinn und so. Also die ist schon, würde schon sagen, die ist adipös in dem Alter. Also nicht adipös direkt, aber die hat schon Ansätze zur Dickleibigkeit. Nicht Fettleibigkeit, aber Dickleibigkeit. Na gut. Ihr werdet jetzt erstmal weg vom Hof gehen, im Sinne von in die Stadt rein. Ja. Wo ihr euch überlegen könnt, was ihr mit einem schockgefrorenen Kind macht. Übrigens ist in Halle völlig aus heiterem Himmel ein übelstes Gewitter eingebrochen. Inklusive Platzregen. Dann nutzen wir jetzt die Zeit, um nach Hause zu gehen. Stimmt, da gehen ja alle Leute plötzlich von Straßen weg. Habt ihr ein Glück, Alter. Da sieht das keiner und denkt, ihr entführt die. Schön. Naja, ihr kommt nach Hause, ihr seid völlig durchnässt. Das ist völlig in Ordnung. Und der Donner war laut, dass jeder Einschlag muss vermutlich direkt neben euch gewesen sein, so laut war das. Sophie setzt den Wanz, also die wird erstmal abgetrocknet und Gedöns und kriegt erstmal irgendwie trockene Klamotten. Und was zu essen. Ich mach hier was zu essen. Die wird ja, wenn du die abtrocknest, noch... wird die dann, ne, zumindest wieder. Ja. Dann kriegt sie irgendwie einen Pulli, einen ausgeleierten Pulli von Sophie oder so. Von mir kriegt sie Würstchen und Speck. Das hätte ich fast gesagt. Die isst nicht. Das glaube ich nicht. Wenn sie nicht isst, dann haben wir ein ganz großes Problem. Jetzt hätte ich als nächstes fast gesagt, sie schlingt nicht, aber das ist auch Quatsch.
sie wird ihr Gedanken verloren, die Würstchen essen und den Teller und die Gabel und das Messer. Und dann das nächste, was auf dem Tisch liegt. Ist okay. Ich habe mir angewöhnt, alles Wichtige wegzuräumen, wenn sie isst. Das ist gut. Sophie geht kurz in ihr Zimmer und lässt Sir William rein. Die Tischdecke ist Sir William. Nee, deswegen geht sie in ihr Zimmer und lässt ihn rein. Ich habe ja schon gesagt, Sir William hält sich sowohl von Herrn Satt als auch von ihr fern. Okay. Den Vermieter hat er immer geärgert und die anderen Hausbewohner, aber die nicht. Kluger Rabe. Das sagte ich damals auch. Puh. Wie geht's dir, Kleine? Sie zuckt mit den Schultern. Wenn der vielleicht mal ein bisschen bessere Laune hat, dann kriegst du es vielleicht auch zurück. Sie senkt den Kopf. Ich bin für... Also, ganz ehrlich, das übersteigt irgendwie meinen... Also, keine Ahnung, wie soll man die denn jetzt trösten, Mann? Sophie buxiert sie ins Zwischenzimmer. Nee, nicht ins Zwischenzimmer, um Gottes Willen. Du meinst wegen des Einhorns an der Wand? Ja. Das müsste man dem Prinzen mal schenken. Dann von mir aus auch in ihr Zimmer oder sowas, setzt sie da auf irgendwie so einen Sitzsack oder so ein größeres Sofa, setzt sie einfach dazu. Die wird schon irgendwas machen, wenn sie will. Vielleicht legt sie auch einfach einen Block und Stifte dahin. Also so ein, das ist ein normaler Zeichenblock halt. Also nicht, kein guter, sondern so ein stinknormaler. Und ein paar Buntstifte. Okay. Wenn sie will, vielleicht wenn sie keinen Bock hat, dann halt nicht. Nee, das ist okay, sie isst das Zeug. Ja. Das war so klar. Hey, die füllt gerade ihre Leere, entschuldige mal. Übrigens, die verbraucht gerade, das seht ihr bei dieser ganzen Essaktion von Dingen, die man nicht essen sollte, ziemlich viel Glamour. Oh. Dann setzt sie hier nichts mehr vor. Hat man irgendwie mal mitgekriegt, dass die irgendwas gerne macht, was Kinder sonst so manchmal gerne machen? Irgendein Hörspiel hören oder irgendwie sowas? Macht die sowas? Klar. Natürlich, die macht alles klar. Also Kinder machen immer das Gleiche gern. Ja, die Frage ist nur, gibt's irgendeine Hörspielreihe oder sowas, die hört? Hat man das schon mal mitgekriegt? Was ist denn heutzutage modern? Der Gruffalo? Ich habe keine Ahnung. Der Gruffalo ist super. Kind. Siehst du, Daddy kennt den auch. Der Gruffalo ist super. Klar, mein Neffen und Nichten kennen den, hören den. Okay, also Sophie wird wahrscheinlich irgendwie so ein Hörspiel anmachen, während die da rumsitzt. Gibt's ja im Internet en masse. Ah nee, warte mal, der Gruffalo ist doch quasi über ein Monster, ne? Nee, was Monstriges ist jetzt nicht so. Der Gruffalo ist aber ein Liebesmonster. Ja, über ein liebesmissverstandenes Monster, keine Ahnung. Ich glaube, wenn Sophie das wüsste, dann würde sie das nicht machen. Nee. Was hältst du denn einfach von Captain Blaubeer und fucking Hein Blöd, Alter? Ja, Captain Blaubeer ist gut, das geht immer. Dann machst du jetzt Captain Blaubeer Hörspiel an. Ja, die wird jetzt irgendwie eine du wirst da unten irgendeine dünne Decke haben. Die wird sie jetzt aber nicht essen. Der Wanz geht instinktiv die Treppe zu deinem Doppeldingsbett hoch. Holt sich die Decke und deckt sich damit zu und legt den Kopf drunter, während sie vielleicht hört. Und nein, sie isst sie nicht. Okay, so viel streichelt ihr über den Kopf. Ich mach Tee. Dann hört ihr jetzt mit der das Hörspiel. Und ich mach quasi dem Herrn Satt eine Nachricht an die Tür, dass sie hier oben ist. Und er bitte zu uns kommen würde.
Wie lange hat das gedauert? Wie lange habt ihr gebraucht? Er hat gesagt, 4 Stunden, ne? Ja, die dürften um sein. Handy Mars. Ja, wir mussten noch zum Schloss laufen und wieder zurücklaufen mit einem schweren Kind, das wir tragen mussten. Ja, aber vom Mühlweg aus ist das alles keine Strecke. Also rein Wegstrecke würde ich sagen, war eine Stunde vom Edeka aus mit allem. Dann wart ihr vielleicht eine halbe Stunde auf der Feier und dann wart ihr vielleicht eine Stunde am Hof mit der Wartezeit, weil das hat jetzt alles nicht so lange gedauert. Dann nochmal zurücklaufen. Die gesamte Wegstrecke, eine Stunde. Das ist Halle, denk dran. Okay, naja gut, dann hören wir jetzt halt noch 2 oder 3 Hörspiele, bis der kommt. Also, da dauern ja immer eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Captain Blaubeer dauern ungefähr 6 Minuten. Ja, aber das sind ja immer mehrere zusammengefasst. Das stimmt. Der Super Blaubeer. Der Schwertfischkampf. Ich sollte das mal wieder hören. Ja. Der wird auch irgendwann klingeln. Ich mach ihn auch. Er hat einen sehr schön geschnitzten Stock, also mit einem Totenkopfknauf, auf den er bestimmt nur aus Stilgründen gerade dabei hat. Also stützt sich auf jeden Fall nicht darauf auf. Nee, ja, war schon klar. Hallo, Herr Satt. Was hast du ihm genau an die Tür gemacht? Dass der Wanz bei uns ist und dass er bitte hochkommen soll. Ja, der verneigt sich leicht und tritt ein. Ich sehe, es geht Ihnen noch nicht viel besser. Bedauerlich. Graf hat während ihrer Abkömmlichsein zu sich gerufen. Und in ihrer Abwesenheit den Wanst verurteilt. Er hat ihr die Chimäre aberkannt. Wie lautet die Anklage? Dass sie sich einen Titel angeeignet hat, den der Freifrau, und damit den Erschiat gebrochen hätte. Ein Erstkönig seiner Domäne. Er ist bei allen Verbrechen, großen wie kleinen, Richter. Sein Wort ist Gesetz. Vasallen müssen einem Adligen gehorchen, alle anderen ihn achten. Das ist eine äußerst waghalsige Interpretation. Ja. Dennoch, allen Einsprüchen zum Trotz, hat er von seinem Haupteinspruch. Sophie und ich. Leider sind wir nicht sonderlich bewandert da drin. In der Rechtsprechung. Es spielt keine Rolle. Eine dermaßen ausschweifende Rechtsprechung wird durch den Willen geformt, nicht durch das Gesetz. Ich lade euch beide herzlich ein, mich morgen Abend zu besuchen, auf dass ich meine Dankbarkeit zeigen kann. Nun möchte ich nichts weiter
Lass meinen Mündel abholen. Selbstverständlich, ich frage es eben kurz einmal so, wie es ihr geht. Nein, doch bei Sophie. Die kann jetzt nicht so viel reden. Ja, fällt ihm dann auch wieder ein, wenn er deinen Mund sieht. Herr Satt wäre jetzt hier. Ich würde gerne den Wanst abholen. Habt ihr sie, so Ende sie kann ja, es ist nur ein bisschen anstrengend, ne? Hm. Und leise. Wie's Lua? Nee. Ne, flüstern muss sie nicht. Ja, Sophie, ja, sie hat ja irgendwie, also sie hat da mit dem Kind einfach weiter so gesessen. Macht jetzt so ein bisschen die Decke zur Seite. Sandro ist jetzt da. Ja. Ja, die wird jetzt aufstehen, aber mit der Decke, die sich wieder im Kopf ziehen und ungefähr Richtung Tür steuern. Sophie steht mal auf und geht mit ihr. Ja. Sie ist dein Zelt. Sie ist dein Zelt. Mit deiner speziellen Decke. Mit der Decke? Die Decke. Ja, die kann ich mir vielleicht später wieder abholen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die, vielleicht doch nicht. Also ich meine, im Normalfall scheint es so, als wäre jemand, der auf Etikette bedacht ist, schon darauf bedacht, dass du die Scheiße auch zurückkriegst. Wenn du dir dann den Satt so anguckst, na, mal gucken. Der sieht richtig kacke aus. Jetzt kann ich dich nochmal fragen. Verwesung. Beschreibe den Geruch. Oh Gott. Das ist ganz schwierig. Es ist so ein bisschen wie, also so dieser typische modrige Geruch, den man so ein faulig-modriger Geruch, den man halt hat, wenn man zum Beispiel altes Blattwerk, das so gerade am Verrotten ist, aber viel, viel, viel extremer. Aber nicht schimmlig, so wie, sondern wie eher feuchtes Laub im Kompost. Ja, das war das, wo ich immer am ehesten dran denken musste, aber halt so konzentriert, dass es, je nachdem, wie stark es ist, echt unangenehm ist. Dann kommt es noch drauf an, das riechen nicht alle, irgendwie wird ja immer von diesem süßlichen Geruch irgendwie gesprochen, der so, also so einen richtig schönen extremen Kotzreiz auslöst. Bei den Leuten, die ihn riechen, löst er den auch echt schnell aus, so, den riechen aber nicht alle. Ja, beide okay. Glück. Sehr schön. Vielleicht hattet ihr früher schon ein bisschen mehr mit Slua zu tun, als sie noch fähiger waren und noch viel schlimmer stanken. Der wird sich dann erheben und den Wanst nach außen navigieren. Die Sophie meint dann nur noch, die Decke hole ich mir dann morgen ab. Er nickt, ohne sich umzudrehen. Ich schließe die Tür hinter sie. Lehne mich dann an die Tür und sage einfach nur, Schatz. Der Mistgraf hat einem Orakel den Mund verboten. Ein dreckiges Mistorakel hat bei der Urteilsverkündung dazwischen gelabert. Irgendwer musste diesen Schwachkopf ja aufhalten. Hat nicht geklappt, aber versuchen musste ich es wenigstens. Eben. Daddy hat sich wenigstens nur bei seinem Berater unbeliebt gemacht. Nee, ich hab dem Grafen auch widersprochen. Das stimmt, aber nicht mit so einer Penetranz. Und du hast ihm keinen Rassismus unterstellt. Was soll ich sagen? Die Rassismuskarte zieht immer.
Das ist das Ding. Bei Ski nicht, die sagen, natürlich bin ich rassistisch. Ich bin ja auch nur mal ein Übermensch. Tja. Ja, du bist ja eine Fee, Idiot. Nee, aber eine Überfee. So ein rassistischer Dreck. Ja, Sophie hat noch was vor. Das würde jetzt ein bisschen Arbeit in Anspruch nehmen. Mhm. Ihr werdet euch ja jetzt vermutlich erstmal trennen, weil überdenken und dann gut. Nächster Morgen, was machen wir jetzt noch? Ganz fix. Ja. Klingelt es so früh um... Ah nee, bei Sonnenaufgang. Wann ist der? Im September? Na, dann geht's ja sogar noch. Da klingelt es bei euch. An der Tür. Mhm. Ich gehe ran. Ich bin sowieso wach. Unten, also ist noch unten. Wir kommen jetzt hoch. Wer ist denn das? Du bist doch gar nicht da, oder? Entschuldigung. Ja, aber welche Stimme ist das? Kennst du nicht, es müssen zwei relativ junge Stimmen sein. Okay. Wir sind die Adventssinger. Okay. Adventssinger. Gibt man denen irgendwas? Einlass. Na dann. Wenn du unten die Tür öffnest, dann hörst du, dass sie auch aufgeht. Und dann werden wenig später zwei Jugendliche hochkommen. Das sind beides Pukar. Das habe ich mir gedacht, ja. Ja, die gucken dich an. Ja, dann sieht mal. Dann ziehen sie einen Zettel vor. Mhm. Ein Roland Pfeiffer, eine Sophie Milborough, ein David Husteden und eine Sandro Satt. Du bist Karl Uckenmeier. Holst du bitte auch noch Frieda Wilhelmsen? Frieda! Ja, irgendwann öffnet sich auch die Zimmertür. Frieda, magst du mal kurz kommen? Wir haben nette Gäste. Sophie kommt zur Tür. Was können wir für euch tun? Sie ziehen ein Blatt Pergamentus hervor. Wir tragen vor, das sagen die übrigens gleichzeitig, die ganze Zeit jetzt. Ha 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 ha. Von Pascal, der Schatten, der die Nacht durchflattert. Lass das, okay. Hört ihr Leute, was ich verkünde? Vom Salzhof ist's der neueste Spruch. Schabernack, das ist jetzt Sünde. Wer lacht, den trifft des Grafen Fluch. Nun lasst es mich denn auch erklären, was er meint, der edle Graf. Den Frohsinn will er euch verwehren. Seid ernste Feen, seid ernst und brav. Verboten ist es laut zu lachen, auch sich lustig anzukleiden. Der Graf macht keine halben Sachen, sogar Masken sind zu meiden. Verdammt ist, wer ein Späßchen wagt und alle, die zum Schmunzeln neigen, Fasching, gleichwohl untersagt. Wer witzt, muss in den Keller steigen. Schwört ab, dem Dummen und Frivolen, er zieht dem Kinde Stumpfsinn an. Es soll nicht tanzen, singen, johlen, denn so willst es greifen bann. Nun höre du, Herr von Zakasch, der aus den Donnerwolken stieg, greife zu den Waffen, rasch! Die Puker ziehen in den Krieg. Sie drehen sich um zu gehen, dann bleibt der eine nochmal stehen. Dies ist die Meinung des Autors und nicht notwendigerweise die Meinung der Puker. Dann gehen sie. Sehr schön. Es hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Ja, wir müssen weiter. Sophie grinst. Alles klar.
ich würde dem Pergament jetzt bitte gerne ein Like aufdrücken. Kannst du nicht, sie haben es mitgenommen. Ja, ich weiß. Und es ist nicht digital und es ist nicht bei Facebook, ich kann es nicht liken. Toll. Fucking rückständige Leute, ey. Eben mit Pergament, was soll denn der Scheiß? Du könntest es jetzt über die Neckar-Rohrpost liken. Du könntest einfach schreiben, Like an alle. Oh, das wäre so witzig. Du kannst doch ein. Kannst du. Gibt es einen Mail-Verteiler in der Rohrpost? Keine Ahnung. Versuch das mal. An alle und dann. Mir gefällt die Meinung der Puka. Quasi. Mir gefällt die Meinung des Autos und nicht notwendigerweise die Meinung der Puka. Richtig. Das verstehen leider nur die Puka, die dieses Lied gehört haben. Ja, und alle anderen, ne? Die es gehört haben. Ja, da haben, genau. Ich glaube nicht, dass sie das dem Prinzen vortragen werden. Vielleicht schon. Ja, ich schon, das stimmt. Ausgesprochen nett. Also, doch, die Puka sind nett. Ich mag sie. Sophie denkt sich gerade ein, ich erinnere dich gegebenenfalls dran. Sagt es aber nicht. Naja, die Puka waren schon immer nett. Sie waren vielleicht ein bisschen arschlochig, aber sie waren nett im Grundsatz. Tritt dann hinaus in den Flur. Deutet auf sich und hinunter. Viel Erfolg, geh nicht zum Vermieter. Und verschwindet im Keller. Okay. Ich mach Frühstück. Gut, und wir machen erstmal Schluss. Genau. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Stimmt, Delly hat ja sogar noch gesagt, ich mag Schlangen, ich erinnere mich. Ich dachte ja auch, ich habe es zwischendurch in den Folgen irgendwann mal übertrieben. Also, ich meine, ich habe Schlangi garantiert einmal pro Abend erwähnt, also einmal alle zwei Folgen. Damit das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, was es ja hat. Aber ich dachte echt, ich habe es irgendwie übertrieben, dass die beiden die Schlange dann nur noch nerven, die das jetzt ja auch nicht so schlimm finden. Aber kleine Kinder funktionieren halt immer. Ich schäme mich ja auch ein bisschen, dass ich es auf die Art jetzt doch aufziehe. Also auch von Anfang an geplant. Aber es funktioniert halt auch so gut. Ne? Und an der Stelle lasst uns da einfach mal, also mich, über Rotkappen sprechen. Und über die alte WoD, so wie sie Changeling angedacht hat. Die alte WoD hat ja den ganzen Kram mit den Höfen anders. Die haben halt nicht die vier Jahreszeiten, das ist im Mittelalter-Feensystem, sondern es ist halt mit Zili und Anzili. Hast du nur zwei Höfe, denen dich irgendwie zuordnest. Und wo sich eigentlich auch jeder zuordnen muss. Und in den Büchern liest es sich immer so wie, jo, also Zili, das ist das Rechtschaffene und Gute und Lustige und Fröhliche und Anzili ist einfach nur böse. Und obwohl auch irgendwo im Buch steht, ja, Feen haben ja beide Seiten, aber du musst dich schon für eine entscheiden, auch wenn sich das mal ändern kann. Am Ende kommt es doch immer irgendwie so, dass Anzili einfach nur der Anti-Held ist, den du am besten auch nicht spielen sollst. Was? Das ist halt einfach so DSA. Es ist auch die schlimmste Beleidigung, die mir eingefallen ist. Und ein echter Changeling-Experte meinte, ja, das kann man auch anders verstehen. Eigentlich ist doch eher gemeint, Zili ist das Geordnete und Anzili ist das Chaos. Okay. Und natürlich kann man Ordnung negativ darstellen im Spiel. Also, was weiß ich halt, ne? Alte Regeln heute noch genauso auslegen. Also so ein bisschen in die Richtung, wie ich es auch gemacht habe. Extrem ritualisiert an allem festhalten, ohne Flexibilität in allem. Ja, das kann man negativ darstellen, aber wenn man sich wirklich die Sachen durchliest, dann soll man halt die ganze Zeit nur liebe, bunte, nette Feen spielen. Und das ist unheimlich wertend.
Gut und Böse ist halt wirklich was für DSA und nicht für Changeling, wenn du mich fragst. Deswegen wollte ich es auch mit Ziel und Anziel nicht. Aber um jetzt auf das eigentliche Thema zu kommen. Natürlich wird beschrieben, übrigens, Rotkappen sind eigentlich fast alle Anziel, die haben auch den, ich meine, alle Feen haben einen richtig coolen Nachteil eigentlich. Also nicht alle, aber wirklich die meisten. Schießen halt fragil und in Banalität zerbumst sie. Satyre sind einfach so emotional, dass sie von der größten Trauer in die größte Wut und dann wieder lachen können und so ein Shit. Slua können einfach nicht schreien oder nicht laut sprechen. Ah ja, und Rotkappen, die hasst einfach jeder. Die werden einfach manchmal auch von irgendwelchen Leuten einfach nur gejagt und getötet. Das ist ja ein cooler Nachteil. Ist ja richtig gut spielbar. Ist auch einfallsreich. Ja. Es ist einfach wie ungehobelt in Shadowrun. Das bereichert das Spiel nicht. Du nimmst nur jemanden im Wesentlichen aus dem Spiel raus oder aus vielen Aspekten vom Spiel. Danke. Was ist denn für ein Scheiß? Ja, habe ich natürlich geändert. Auch weil ich ein Herz für Rotskappen habe, ne? Sondern ich habe diesen alles verzehrenden Hunger da eingebracht. Also, der sie auch verzehrt. Denn Rotkappen sind awesome. Wenn irgendjemand mal jemand von euch denkt, ich würde mal gern Changeling spielen, erstens kann ich empfehlen, das W20 zu nehmen, das neue, das ist ja teuer übrigens. Aber vielleicht kann man das ja als PDF irgendwo bekommen, Also, ich rufe nie zu illegalen Aktivitäten auf, aber wenn es halt nicht anders geht. Sich vielleicht noch zu versuchen, irgendwo das Rotkappenbuch zu besorgen. Als Buch kriegt man es garantiert nicht mehr oder zu einem unverschämten Preis, obwohl die Bücher gehen, glaube ich, sogar noch. Na egal, vielleicht auch als PDF. Weil das sehr cool ist und das nochmal ein anderes Licht wirft auf die Viecher, die sonst halt überall nur dargestellt werden. Ja, hier, Spielleiter, wir können mal so tun, als wäre das ein möglicher Spielercharakter, aber du siehst es und wir meinen es auch so. Es sind Grunts. Die nimmst du einfach, um zu zeigen, oh, es gibt auch böse Feen, der ist jetzt unhöflich und will dich hauen und vielleicht essen. Wie einfallsreich. Also, ich musste natürlich mit dem Kind das Potenzial dieses Kiffs ausschöpfen oder versuchen. Und natürlich bin ich ein dreckiger Hipster und aus Prinzip bin ich dagegen manche Klischees und muss, ne, halt den Kindling da in Tragik setzen. Ne. So, die wollte ja einigermaßen nett sein. Nicht umsonst bezeichnete sie sich irgendwann mal als Frühlingskind. Ne, dem Frühling wird ja mehr Positives auch nachgesagt. Die wollte halt ein kleines Maiglöckchen sein. Tja, scheiße war's. Naja. Den Teil mit Niemand mag Rotkappen habe ich immer noch übertragen auf den Grafen und auf manche Ski einfach, weil das zu dem ganz gut passt, denke ich. Deswegen hat der ja, vielleicht ist es aufgefallen, ging das zu David, nicht gefragt, wer für den Kindling da einsteht und für den Kindling sprechen will. Der wollte ja einfach mal so verurteilen, aber die beiden wollten ja unbedingt Krawall. Also jetzt meine beiden Spieler. Nach dem Spiel sagte Daddy noch, es wäre schön, wenn man Schlangi wiederkriegte. Er wollte das zu seiner persönlichen Quest erheben und ich antwortete mit also, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Denn die wird jetzt schon bald, weiß ich nicht, die Zierat um eine schöne Schwertscheide darstellen. Die Schlange. Des Weiteren, was ich da beim Spiel nicht erwähnt habe, weil ich es vergessen habe, aber wo die beiden nochmal drauf kamen, Dr. Thorald wurde nicht direkt gezwungen, das zu tun. Und die beiden haben gesehen in seinem Blick, dass er sich nicht sicher war, ob das richtig ist oder nicht richtig. Also das Urteil, ne? Und was er als seinen Beitrag dazu. Und sie meinten, sie hätten da jetzt vielleicht ein winziges Mühachtung vor ihm verloren. So einen wirklich kaum erwähnenswerten Teil. Also wirklich nicht. Das wird man auch in den nächsten Folgen, wird kaum sichtbar. Dass sie sich vielleicht nur so ein ganz kleines Stück abwenden. Kaum. Schön. Hab mich sehr auf den Abend gefreut. Ich meine, ich habe das ja am ersten Spielabend vorbereitet.
dass das so passieren wird. Also die groben Sachen. Und ja, ist eigentlich so aufgegangen, wie ich das wollte. Nicht? Ich wollte, also es war jetzt eine spontane Entscheidung, dass ich das an dem Abend dann mache, aber ich fühlte einfach, dass es Zeit wird, weil zu viel Mentorenzeit ist einfach nicht gut. Die müssen jetzt selbst aktiv werden können. Na, ich war. Und zum Abschluss noch eine kleine Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in den 1,5 bis 2 Stunden nicht immer so unendlich viel passiert. Also, ich weiß, dass da nicht unendlich viel passiert. Und ich mich fragte, ob vielleicht doch es besser ist, den ganzen Scheißspielabend auf einmal hochzuladen, als eine Folge und dann halt eine Folge pro Woche. Mit der Möglichkeit, dass ich vielleicht nicht unbedingt jede Woche das schaffe. Aber ich denke, schon ziemlich regelmäßig. Also Ausnahme sollte es eher sein, dass ich das immer nicht hinkriege. Ist vielleicht, also ein Vorteil davon wäre, dass ich ja manchmal Sachen am Anfang des Spielabends, so kleine Dinge vor allen Dingen irgendwie anspreche, die ich dann am zweiten aufgreife. Also nicht am zweiten Spielabend, sondern in der zweiten Folge am Ende des Spielabends. Und das dann einfach vielleicht besser sein könnte, wenn man das in einer Folge hat. Auf der anderen Seite ist die Länge halt echt, naja, ich sag mal, die ist bestürzend, die das dann auf einmal wäre. Also nicht wegen Verarbeitung oder Hochladen oder irgendwas, das ist alles egal, aber einfach, das kann sich auch keiner anhören. Ich habe das Gefühl, dass wir zu viel Content liefern, tatsächlich. Also Content kann man es nicht nennen. Zu viel Zeit in Anspruch nehmen pro Woche. Aber andere machen ja auch häufig die Länge. Also an Folgen von denen, was ich auf YouTube gesehen habe, gut, die machen das halt nicht jede Woche. Aber sag mal Meinung, bitte. Link vergesse ich diesmal bestimmt auch auf jeden Fall nicht in der Beschreibung. Ich vergesse auch nicht den Link zu The Inkling, der auch Changing macht und Gaslight Stuff und andere Sachen. Ich habe mir nur Changing ein Stück weit angehört, deswegen kann ich mir das empfehlen. Kannst du hier für mehr Wechselbike-Action gehst du dahin und ziehst dir das rein, du kleiner Schlingel. Es gibt ja nicht so viel davon. Und das hat sehr viel Schönes. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ganz am Anfang, dass ich Changeling für ein System der Kleinigkeiten halte und ich habe da ein paar Kleinigkeiten entdeckt, die ja sehr cool sind und die, das sind halt einfach so Dinge, die nirgendwo stehen, deswegen ist sowas immer für mich besonders cool, weil einfach irgendjemand tatsächlich mal nachgedacht hat, wenn man das spielt, kommt das vor und ich einfach irgendein Regelbuch benutzt oder ein Hintergrundbuch, ja, gehst du hin, guckst dir an, habe ich bestimmt nicht vergessen, aber Link, worauf ich hinaus wollte, Strawpool. Einfach mal Bescheid sagen, was besser ist. 2 Folgen oder eine Folge mit 1,5-2 Stunden oder so ein richtig massives Ding voll Bude rein gedings wird. Wird eh erst was nach Weihnachten, weil ich weiß gar nicht, wie wir jetzt Weihnachten spielen, vor und danach und so überhaupt und zwischen Weihnachten und Silvester und so. Das ist auch gut, ist ja eh keiner auf der aktuellen Folge. Also seid ja alle immer so weit hinterher. Was überhaupt nicht verständlich ist. Reicht jetzt auch mal. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Boys und Girls.